Hi, ich wollte euch mal aufklären über Fake-Accounts, beziehungsweise über die Fake-Accounts kann ich euch nicht aufklären, weil ich weiß gar nicht, wie viele es von mir gibt. Es gibt aber echte Accounts von mir, genau, über die wollte ich euch aufklären. Mensch, jetzt komme ich hier ganz raus, weil meine Katze hier schon wieder an der Kamera war. Jedenfalls meine echten Accounts. Ich habe eine Facebook-Gefällt-mir-Seite, die heißt Lexi Rox und hat ein blaues Häkchen. Die ist also echt. Dann habe ich einen Instagram-Account, der heißt auch Lexi Rox. Gut, ist ein bisschen schwierig, bei Instagram gibt es tausende Lexi Rox Accounts. Lexi Rox Official, Lexi Rox und da sogar Alexandra Redon und so. Alles fake. Der echte, mein echter Instagram Account hat 120.000 Fans ungefähr. Ich habe das jetzt nicht immer alles im Kopf. Das ist jedenfalls der echte. Es gibt aber bei Instagram mega, mega viele Fake Accounts. Also der mit 120.000 oder vielleicht jetzt auch mehr, ich weiß ja nicht, wann ihr das Video seht, ist der echte. Dann habe ich einen Snapchat Account, der heißt Lexi Rox. Wow, meine Accounts heißen Lexi Rox, das ist doch super, oder? Gut, Snapchat kann man jetzt schlecht faken, ne? Weil die Snaps sind ja immer live und sofort und 24 Stunden sichtbar. Die kann man ja schlecht, also kannst du ja nur richtige Fotos machen, deswegen sollte klar sein, dass das mein echter Account ist. Dann habe ich natürlich eine Webseite, auf der ihr mich tatsächlich persönlich erreichen könnt. Denn klar, bei Instagram bekomme ich Nachrichten, bei Facebook bekomme ich Nachrichten. Bei Snapchat habe ich es aus, wenn man nicht mit mir befreundet ist, weil ich einfach zu viele Kanäle zu bedienen. Ich kann nicht den ganzen Tag nur Nachrichten schreiben. Deswegen wisst ihr ja, wenn ihr mich dringend erreichen wollt, geht das auch über meine Seite. Aber es gibt natürlich auch mega viele... Achso, einen YouTube-Account habe ich natürlich auch, aber das seht ihr ja gerade. Ach Gott. Aber es gibt natürlich mega viele Fakes. Ich bin verdammt nochmal nicht bei Luvu angemeldet und nenne mich auch nicht Gina Girly irgendwas oder sonst was. Ich bin nicht bei Luvu. Ich werde mich da auch nicht anmelden, also bitte... Ich habe auch keine Lust, jede Woche Luvu eine Mail zu schreiben. Ich bin da verdammt nochmal nicht angemeldet. Ne? Also es ist ja nun ein leichtes, Facebook-Bilder von mir zu nehmen und sich irgendwo anzumelden damit. Ne? Ich bin auch nicht auf gewissen komischen Seiten für Erwachsene, auf denen sich gewisse Damen verkaufen. Da habe ich jetzt auch schon Fakes von mir gesehen. Ich bin keine Nutte und biete mich da irgendwo zum Kauf oder zum sonst was an. Ist auch Fake. Okay, vielleicht sollte ich einfach bei dem bleiben, was... Facebook, Lexi Rox, gefällt mir Seite, bestätigt mit Häkchen. Instagram, Lexi Rox, 120.000 Fans. Snapchat, Lexi Rox, gut, das kann man nicht faken. Meine Webseite, die sollte ja bekannt sein. Ansonsten halt auf gewissen Portalen, auf denen man Videos kaufen kann. Aber nicht auf Portalen, wo man mich quasi kaufen kann. Nicht bei Luvu, nicht bei, keine Ahnung, was es für Dating-Seiten gibt. Ich bin auf keiner Dating-Seite angemeldet, sagen wir es mal einfach so. Ja, habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Das war's. Ja. Also, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann nehmt bitte die Facebook-Seite, wenn ihr mich was fragen wollt, ob ich da und da angemeldet bin, weil ich hatte das jetzt tatsächlich schon, dass jemand dachte, er ist mit mir zusammen, obwohl das gar nicht mein Profil war. Das war natürlich irgendein Fake. Und hat angeblich dieser Person, also mir, 1000 Euro gegeben, weil ich Schulden habe. Natürlich leihe ich mir nicht Geld von irgendjemandem, der denkt, er ist mit mir zusammen, aber mich noch nie getroffen habe mit dem. Ne? Also... Ich bin nicht auf der Suche nach einem Mann. Ich werde euch auch nicht anschreiben von einem meiner super Fake-Profile, weil ich euch so toll finde. Dafür habe ich gar keine Zeit, bei Facebook irgendwelche Leute durchzugucken und zu gucken, wer mir da gefällt. Ne? Also bitte immer Vorsicht. Wenn ihr angeschrieben werdet von mir mit irgendeinem komischen Namen oder sonst was, fragt einfach auf der Gefällt-mir-Seite Facebook, die mit dem Häkchen, weil die ist echt. Fragt einfach nach, ob ich das tatsächlich war, wenn ihr euch unsicher seid. Oder ihr denkt, ihr seid mit mir zusammen. Ja. Okay, ach ja, ich rede schon wieder um den heißen Brei. Ihr wisst, was ich sagen wollte, also gut, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie auch hier bei YouTube stellen, weil das bin ja auch ich, wie ihr seht. Ja, ich höre jetzt auf zu reden. Also, Daumen abonnieren und so weiter, ihr wisst ja. Ciao.